Aus einem Papierstück kann man ganz einfach Mini-Briefumschläge basteln. Bleibt dran, ich zeig euch, wie das geht. Hallo liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen bei Tobi Lotta. Was macht man eigentlich, wenn man eine schöne Zeichnung gemalt oder einen Brief geschrieben hat und keine Briefumschläge hat, um sie einzupacken und einem lieben Menschen zu schenken? Man könnte Pizza essen. Pizza essen? Ja, das könnte man. Oder man könnte auch Kuvert oder Briefumschläge ganz einfach selber machen. Ich zeige euch heute, wie ihr ganz niedliche und süße kleine Briefumschläge nur aus Papier selber basteln könnt. Bleibt dran! Ich freue mich aufs Basteln! Dazu faltet ihr ein gewöhnliches Druckerpapier ein paar Mal zur Hälfte und zerreißt oder schneidet es in zwei gleich große Stücke. Dann faltet ihr die obere Ecke nach unten, um den überstehenden Streifen abzuschneiden, und die untere Ecke nach oben zur oberen Ecke falten. Wenn ihr weißes Papier nehmt, dann könnt ihr, damit das nicht so langweilig aussieht, die Oberfläche bemalen und dekorieren, wie ihr sie gerne haben wollt. Ich habe mich für wellenartige Muster entschieden, die ich mit Highlighter über das ganze viereckige Blatt male. Wenn ihr mit dem Muster zufrieden seid, dreht ihr das Muster einmal nach unten, faltet die obere und untere Ecke einmal zur Mitte. Dann das Ganze umdrehen und die untere Ecke nach oben über die Mitte falten. Etwas Kleber an den Rändern anbringen und das Ganze oben ankleben. Die Spitze nach innen falten und wenn ihr die obere Ecke nach unten faltet, habt ihr auch schon einen Mini-Briefumschlag gebastelt. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Ränder dekorieren und ein paar Stickers anbringen, so wie ich das gemacht habe. Ich habe den ersten Schritt, also die ganze Anleitung, nochmal wiederholt. Und dann habe ich mich für Emoji-Sticker entschieden. Damit dekoriere ich den kompletten Mini-Briefumschlag. Die Ränder habe ich mit Washi-Tape dekoriert. Und wenn man hier und da noch ein paar Highlights einzeichnet, sieht der Briefumschlag schon viel besser aus. Ich habe das Ganze aus Musterpapier wiederholt. Habt ihr zu Hause eigentlich auch solches Musterpapier? Ich finde das super, super schön und gerade für diese Idee super geeignet. Und dann habt ihr im Handumdrehen kleine, süße Mini-Briefumschläge gebastelt. Die sind so süß geworden. Lotta hat völlig recht, die sind total süß und niedlich geworden. Schaut mal. Und ihr könnt ja die Oberfläche und auch die Rückseite verzieren und dekorieren, wie ihr sie gerne haben wollt. Ich habe euch ein paar Beispiele gegeben. Macht diese nach oder nach Lust und Laune einfach ein paar Briefumschläge selber basteln. Ich habe auch einen eigenen Briefumschlag gebastelt. Schau mal. Übrigens, ihr könnt die auch in ganz, ganz groß basteln, indem ihr einfach ein großes Druckerpapier nehmt und diese Anleitung mit einem großen Stück Papier nachmacht. Na dann, auf was wartet ihr denn? Holt euch ein Stück Papier und bastelt diese Mini-Kuverts oder Briefumschläge nach. Bastelt schön und viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben, macht's gut. Tschüss, liebe Bastelfreunde, bis bald.